Heute im Evangelium, liebe Schwestern und Brüder, stoßen zwei Befindlichkeiten aufeinander, die uns natürlich alle miteinander prägen. Aber ich habe den Eindruck, dass besonders junge Menschen heutzutage voll in diese Konfrontation geführt sind. Und nicht selten erleiden sie einen richtigen Kollateralschaden. Sehnsucht auf der einen Seite und Begierde auf der anderen. Natürlich ist das irgendwie verwandt. Was treibt diesen jungen Mann? Das ist ja schon sozusagen ein Musterbild vielleicht aus den 50er Jahren oder aus den 20ern der katholischen Jugend. Der befolgt alle Gebote. Was treibt den in diese hochgefährliche Situation, sich vor Jesus auf die Knie zu begeben und sagen, was muss ich tun? Das ist ja nicht nur eine besondere Motivation. Dahinter steckt nicht nur eine riesengroße Sehnsucht, sondern auch im Grunde genommen die Bereitschaft, sich komplett auszuliefern. Niemand sollte sich etwas vormachen. Wer diese Frage Gott selber vorlegt, geht eine große Gefahr ein. Er wird, ob er die Antwort annimmt oder ob er ihr ausweicht, er wird nicht mehr der gleiche sein, der er vorher war. Eine riesengroße Sehnsucht. Ich will das ewige Leben gewinnen. Und dann ist doch das, was wir Begierde nennen, Konkupiszenz, wie es die Väter sagten, ist doch stärker. Und er geht traurig weg. Er wird nicht mehr der gleiche sein, der er vorher war. Er kann sich nicht einfach wieder seinen Gütern widmen. Wir wissen nichts über seinen weiteren Weg, aber wir kennen vielleicht selber solche Menschen, die einmal den großen Versuch gemacht haben und dann es vielleicht nicht überschauen konnten oder nur die halbe Strecke gehen. Das gilt für alle, die sich in die Nachfolge begeben, auf diese Weise oder auf jene Weise, für die mit Profess und ohne Profess. Es gibt sie überall, die Verirrten, die die Brücke nicht finden von Sehnsucht, von der Begierlichkeit, so muss man anfangen, von der Begierlichkeit, von der Begierde hin zur Sehnsucht. Es sind die Zisterzienserväter des Mittelalters, die versucht haben, eine solche Brücke zu bauen, in dem, was sie Ordinatio Caritatis nannten. Nämlich aus dem niederen Beweggrund einer Begierlichkeit das höhere Gut anzuvisieren. Das ist diesem jungen Mann hier nicht gelungen. Er hat offenbar den liebenden Blick Jesu nicht erkannt. Er hat ihn nicht getroffen. Ansonsten wäre das die Brücke gewesen. Wenn Jesus liebend anschaut, das ist das, was wir tun müssen, wenn uns die Begierlichkeit packt, wieder was in uns hineinzustopfen oder uns etwas zu gönnen, wie wir dann sagen. Diesen Blick zu sehen, weil damit ein anderer Ordo geschaffen wird. Wir tummeln uns nicht in den Niederungen dann der Begierlichkeiten und geben ihnen nach, sondern wir ordnen sie auf etwas Höheres ein. Wir geben unserem Leben eine andere Richtung. Und wir sehen, wenn das nicht gelingt, ist eine unglaublich große Traurigkeit die Folge. Viele schleichen heute genauso traurig durch ihr Leben, weil es irgendwie nicht gelungen ist, diese Brücke zu finden. Das Wissen darum hilft schon. Nicht in den Begierlichkeiten gefangen zu sein, sondern die Sehnsucht in sich wachzuhalten. Von der Begierlichkeit hin zu einer Sehnsucht zu finden, die sich immer am Blick Jesu ausrichtet. Am Blick der Liebe, der auf jedem und jeder von uns ruht.